Es war ein ganz gewöhnlicher Tag, wie jeder andere auch. Der infantile Divo spielte wieder mit seinen Bällen. Und dann, plötzlich aus dem Nichts, geschah das Undenkbare. Analstufe Rot! Analstufe Rot! Dies ist keine Übung! Der neue Patch ist da! Dies ist keine Übung! Evakuieren Sie das Gebäude! Evakuieren Sie das Gebäude! Und so starb Divo einen ehrenhaften. Und so starb Divo einen wirklich sehr ehrenhaften. Und so starb Divo einen ehrenhaften Tod. Kannst du das bitte jetzt einfach lassen? Lass mich doch meinen Abgang so machen, wie ich es möchte. Ja, okay, mach aber schnell jetzt. Und damit ein herzliches Willkommen zum womöglich peinlichsten Kanal auf YouTube. Ja, Freunde, wie ihr es schon mitbekommen habt, der neue Patch ist draußen. Wir haben am Wochenende ganze 60 Weekend League Spiele gemacht. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, war das jetzt nicht unbedingt meine beste Leistung. Nichtsdestotrotz, Elite 2 geht noch völlig in Ordnung für mich. Also ich werde hier noch keine Krisensitzung einleiten. Ist auf jeden Fall noch legit. Ich muss mir ehrlich eingestehen, ich habe den Patch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, es kann eigentlich nur besser werden, laut dem, was EA uns versprochen hat. Also ich muss sagen, ich wurde komplett hops genommen. So innerhalb des 16ers ging wirklich gar nichts mehr. Mal abgesehen vom Dribbling im 16er. Außerhalb des 16ers, muss ich sagen, ist es besser geworden. Da muss ich wirklich EA auch loben. Aber im 16er, wenn es um die Tore geht, Katastrophe, ja. Gefühlt wird jeder Schuss abgeblockt. Gefühlt kommen die Schüsse kaum aufs Tor. Ja, bei mir fliegen sie immer irgendwo hin, aber nicht ins Tor. Und wie gesagt, die Dragbacks wurden komplett genervt, was nicht unbedingt schlecht ist. Und das Dribbling im 16er ist einfach Katastrophe. Aber Freunde, es hat, glaube ich, bis zum 46. Spiel gedauert. Ja, ich habe 46 Spiele gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie der neue Patch funktioniert und wie man jetzt im neuen Patch die Tore macht. 40 bis 50 Spiele ist jetzt nicht wenig, um die neuen Tricks im Patch rauszufinden. Aber Freunde, ich muss euch auch ehrlich sagen, ich hätte mit einer viel längeren Zeit gerechnet. Ich hätte gedacht, ich brauche bestimmt ein, zwei Wochen, ein, zwei Weekend Leagues, bis ich rauskriege, wie man überhaupt die Tore macht. Und dann erst wieder einspielen, um wieder auf dem gleichen Niveau zu spielen. Ich werde euch in den kommenden Tagen auch definitiv noch ein Tutorial raushauen, wo ich euch erkläre, wie ihr im neuen Patch die Tore machen könnt. So, heute soll es eigentlich mehr um die Aufstellung gehen, beziehungsweise um die Formation und die Taktiken, die ich jetzt nach dem Patch verwenden werde. Denn mit dem, was ich davor gespielt habe, beziehungsweise mit der Aufstellung, die ich davor gespielt habe, war auch nicht schlecht, aber bin ich nicht mehr ganz so zum Zug gekommen. Ich habe dann ein paar Änderungen vorgenommen, ich habe mich dann versucht zu adaptieren, ich habe versucht zu gucken, was könnte dann besser klappen und ich habe für mich jetzt das Bestmögliche etabliert. Freunde, für euch vorweg, ich empfehle euch nicht, diese Aufstellung oder Formation, Taktiken blind zu übernehmen. Macht euch bitte Gedanken, was eure Stärken sind, was eure Schwächen sind und je nachdem solltet ihr dann die Aufstellung, Formation auch adaptieren. So, zur Aufstellung mal ein kleines Feedback zu Ben Yedda. Ich habe den ja abgeschlossen. In einer Rekordzeit von mindestens 24 Monaten, Alter. Aber ich habe ihn abgeschlossen, obwohl ich nicht der größte SBC-King bin und möchte kurz meine Meinung dazu abgeben. Also, man kann ihn vergleichen mit der Mid-Icon-Karte von Dauglish. Aber Ben Yedda ist deutlich beweglicher, Ben Yedda ist deutlich besser im Abschluss und hat für mich auch diesen gewissen Glücksfaktor, was ihn auszeichnet. 700.000 Münzen für einen Ben Yedda ist natürlich viel, aber ihr müsst auch einkalkulieren, dass er eventuell ein Winter-Upgrade bekommt. Und das ist wirklich Gold wert. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Ich habe davor Cruyff im Sturm gespielt. Cruyff spielt jetzt bei mir auf der 10, Ben Yedda im Sturm. Ich bin wirklich mega, mega zufrieden. Der nächstmögliche Upgrade von Ben Yedda wäre Eusebio oder auch ein R9. Aber da habe ich einfach die Münzen nicht und denke, dass Ben Yedda aktuell der beste Stürmer ist, den man sich für 700, 600, 500.000 Münzen leisten kann. Auf eure Empfehlung habe ich dann auch mal Blanc diese Woche getestet. Und ich muss
muss sagen, ist ganz in Ordnung, aber ist für mich keine 900.000 Münzen wert. Ich habe ihn dann auch gestern wieder verkauft, habe mir dann wieder Firmino geholt, der mir deutlich besser gefällt. Also falls ihr die Option habt, beziehungsweise die Möglichkeit habt, zu entscheiden zwischen Blanc und Firmino, nimmt auf jeden Fall Firmino, der ist viel, viel solider. Die Folge dessen, jede Handlung hat Konsequenzen, ist halt, dass ich bei jeder auf 7 Chemie spielen muss, aber ich habe da jetzt keine gravierenden Unterschiede gespürt. Mal zur generellen Aufstellung, Salah und Mané decken bei mir die Flügel ab. Eine kleine Empfehlung an euch, wenn ihr Untrades habt, die gut auf dem Flügel zu spielen sind, die Flügelspieler sind dieses Jahr nur Mittel zum Zweck, machen kaum Tore, da braucht ihr wirklich keine Münzen investieren, also mehr als 500, 600.000 Münzen würde ich euch nicht empfehlen für die Flügel gemeinsam zu investieren. Holt euch da einfach flinke, schnelle Stürmer, die dienen einfach dazu da, einfach die Räume für die Stürmer aufzumachen, also die machen kaum Tore. Also nimmt da nicht so viele Münzen in die Hand, außen einfach gut besetzen, muss aber jetzt nichts Luxuriöses sein. Kanté ist für mich mega, mega geil, kann offensiv, kann defensiv, könnt ihr sogar ins Tor gehen, wenn es sein muss. Kanté will ich nicht mehr missen. Und sind 2,5 Millionen, Digga, das ist gar nichts, ne? So ein Mid-Icon Vieira kostet schon 2,1 und da ist Kanté deutlich besser. Da lehne ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster, Kanté ist einfach besser. Cruyff für mich einer der besten Spieler im Spiel, ist leider nur die Babykarte, irgendwann möchte ich mir natürlich auch die Prime-Karte holen, aber 5 Sterne, 5 Sterne, mega geiler Abschluss, mega geiles Dribbling, mehr kann man dazu nicht sagen. Innenverteidiger, Außenverteidiger könnt ihr eigentlich so gut wie jeden nehmen. Semedo, Tejes gefallen mir außerordentlich gut. Capita und Piqué sind einfach Granaten. Und ja, das war es eigentlich zur Aufstellung. Dann gehen wir mal rüber zu meinen Taktiken. So Freunde, das sind meine Taktiken, meine individuellen Aufstellungen. Ich habe bislang immer mit der 4-2-3-1 angefangen und bei der 4-2-3-1 hatte ich auch Druck nach Fehlern drin, was mir jetzt nach dem Patch nicht mehr so gut gefallen hat. Aber da muss ich noch antesten. Da möchte ich noch nicht zu voreilig euch irgendwas rausgeben. Was ich habe dann die 4-2-3-1 auch beiseite gelegt, habe sie dann auch nicht mehr so viel gespielt. Ich habe dann versucht, mit der 4-4-2 klar zu kommen, die für mich seit ein, zwei Monaten keine Option mehr war. Und nach dem Patch bin ich viel, viel besser mit der 4-4-2 klargekommen als mit der 4-2-3-1. Ich habe gestern Abend noch einige Division Rivals Spiele gemacht, die halt um die 4, 5, 6, 7 Stück. Habe explizit die 4-4-2 ausgetestet. Ich habe viele verschiedene Stile angewandt. Also ich muss sagen, die 4-4-2 mit den Taktiken, die ich jetzt drin habe, funktioniert für mich überragend gut. Auch hier gilt, Freunde, macht euch eure eigenen Gedanken. Das ist eine Schablone. Ja, macht euch Gedanken über eure eigenen Stärken und Schwächen und je nachdem solltet ihr dann das auch für euch persönlich konfigurieren. Und je nachdem solltet ihr das für euch konfigurieren. Ja, dann lasst uns mal reinkommen. So, Freunde, im Defensivstil spiele ich ausgeglichen. Ich weiß, ich habe auch bei vielen E-Sportlern gesehen, die spielen jetzt zurückfallen lassen, weil es jetzt noch schwieriger ist, sich im 16er Lücken zu erarbeiten, Lücken frei zu spielen. Spielen jetzt auch viele E-Sportler zurückfallen lassen mit drei Balken. Mag ja auch effizient sein, aber ganz ehrlich, ich boykottiere das. Ich habe keinen Bock auf Bunkern, ich habe keinen Bock, mich hinten reinzustellen und einfach die Defensivpower zu abusen. Ich verurteile niemanden, der das macht. Jeder kann so machen, wie er möchte. Ist aber nicht mein Spielziel und ich möchte mir immer treu bleiben. Deswegen, wir bleiben auf ausgeglichen. Wie gesagt, Druck nach Fehlern habe ich erstmal rausgenommen, damit ich auch trotzdem relativ solide stehe. Aber wie gesagt, zurückfallen lassen wird bei mir verteufelt. So, von der Breite her, die Aufstellung 4-4-2 ist ohnehin schon sehr, sehr breit. Von daher brauchen wir da nicht breiter oder enger gehen. Lass das einfach auf 5 Balken. Also für mich klappt das mega, mega gut. Deswegen hier die 5 Balken bei der 4-4-2. So, die Tiefe. Wie gesagt, viele E-Sportler gehen auf 3 Balken. Ist mir zu statisch. Die Abstände zum ballführenden Gegner sind mir viel zu weit weg. Ich bekomme da keinen Druck drauf. Das macht keinen Spaß. Das ist nicht mein Spielstil. Deswegen mindestens ja 4 Balken. 4 Balken ist Grenze. Und dann ist auch Feierabend. Ne? Wenn ihr zum Beispiel merkt, der Gegner spielt aber sehr auf Ballbesitz, dann könnt ihr mit den Balken auch höher gehen. Je nachdem, was euer Spielstil ist. So, im Offensivspielstil hatte ich bis jetzt immer ausgeglichen, aber aufgrund dessen, weil viele ja auf zurückfallen lassen spielen mit 3 Balken, 2 Balken, muss man in der Lage sein, wenn der Gegner angegriffen hat, die gegnerische Mittelfeldreihe so schnell wie möglich zu überspielen, damit er nicht die Möglichkeit hat zu bunkern. Und ich habe das wirklich gestern sehr, sehr lange ausprobiert und es klappt überragend gut. Deswegen werde ich mich jetzt lösen von ausgeglichen und versuchen mit langer Ball die Erfolge einzufahren. Auch hier gilt, die 4-4-2 ist eine relativ breite Aufstellung, deswegen auf 5 Balken. Und ja, Spieler im Strafraum habe ich auf 6 Balken gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es aktuell sehr, sehr schwierig ist, im 16er sich frei zu spielen, Lücken zu erspielen, weil vor allem sehr viel gebunkert wird, weil der neue Patch vor allem jetzt draußen ist und die ganze Sache nochmal erschwert hat. Deswegen bin ich auf 6 Balken gegangen. Wenn ich merke zum Beispiel, dass der Gegner viel kontert, gehe ich auf 4 Balken zurück. Aber ich starte zunächst einmal rein mit 6 Balken. Ecken und Freistöße sind dieses Jahr echt sehr uneffektiv, deswegen habe ich einfach auf 1 Balken runtergeschraubt. Von der Ingame-Aufstellung her spiele ich so, dass ich meine beiden 5-Star-Weak-Foot-Spieler im Sturm habe. Wie gesagt, meine 2 Untrades auf dem Flügel. Wie gesagt, 2 sehr spielstarke 6 haben. Was ich zum Beispiel in meinen Coachings auch sehe, ist, dass
oftmals die falschen Sechser benutzt, denn ihr benutzt entweder zu defensiv, versucht einfach zentral Defensivspieler zu kaufen, die beides können. Ja? Die sollen nicht unbedingt 90er Defensive haben, aber dafür 60 Schuss, sondern versucht so eine Balance reinzubekommen. Als Beispiel Alan, Nainggolan, Firmino, Scream, Wijnaldum. Solche Spieler sind auf jeden Fall ideal für die 4-4-2. So, von den Anweisungen her habe ich meinen Stürmern nur vorne bleiben gegeben. Wie gesagt, wir wollen die Mittelfeldreihe so schnell es geht überspielen und dann sollen die zwei Stürmer gefährlich sein. Schon auch definitiv ihre Ausdauer. Und zusätzlich habe ich einen der zwei Stürmern Abwehr überlaufen gegeben, damit ich meinem schnellen Spiel nach vorne auch ein kleines Highlight mit Benje da geben kann. Meine Flügelstürmer bekommen Abwehr überlaufen. Das ist auch ganz neu. Ich habe das davor nicht gespielt, weil mir dann alles immer viel zu schnell ging. Ich habe es eigentlich eher gemocht, wenn ich das Spiel langsam machen kann. Aber aufgrund dessen, dass viele bunkern aktuell und dass auch der Patch jetzt die ganze Sache ein bisschen erschwert hat, möchte ich das Spiel auch ein bisschen schneller machen. Und ja, den zwei Sechsern habe ich ausgewogenen Angriff gegeben. Hier ist natürlich optional, wie ihr in der Defensive seid. Könnt ihr verteidigen? Braucht ihr eure Spieler hinten? Seid da auf jeden Fall individuell, guckt auf eure Stärken, Schwächen und stellt es dementsprechend ein. Ich brauche nicht, dass meine beiden Sechser hinten bleiben. Eventuell werde ich Kanté noch hinten bleiben geben. Aber da bin ich jetzt noch aktuell ein bisschen am Rumtesten. Ja, Außenverteidiger beide bekommen hinten bleiben, standardmäßig. Und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, Freunde, das sind für mich die besten Taktiken nach dem Patch. Wenn ihr zu den anderen Aufstellungen und Taktiken kommen wollt, habe ich in der Infobox verlinkt für euch. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Das war's von mir. Ja, dann würde ich sagen, Timo ist der Squad. Tschö.